Währenddessen stürmte Cassias wilde Schar die nördlichen Ausläufer der Stadt. Niemand stellte sich der Legion in den Weg, niemand hielt sie auf. Erst als sie die Mauern des Sonnenbergs erreichten, sahen und hörten sie, was Marwan vorbereitet hatte. Und damit hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Blackguard 2. Wir sind an den Mauern der Feste und müssen jetzt echt mal schauen, was sollten wir denn jetzt noch mit reinziehen? Ich werde mal nur Speerkämpfer mitnehmen. Ich habe da so eine Vermutung. Oder sollten wir doch noch Bogenschützen holen? Obwohl, wir haben mit unseren Magiern genug Fernkampf. Dafür ist es besser, wenn wir noch ein paar offensive Speerkämpfer holen, die so ein bisschen Schaden austeilen. Ah, guck mal, wir kriegen sogar Bogenschützen geschenkt. Gucken wir mal. Was hat Marwan denn vorbereitet? Ich sehe nichts. Hier ist doch nichts. Okay, da ist eine Orgel. Was haben wir da für ein Vieh drin? Da ist doch so einer von den Springern. Aber sonst ist hier nichts. Also nichts, was ich gerade erkenne. Was tue ich? Was tue ich? Was tue ich? Gut. Marwans Garde entkommt durch Auswirkungen durch ein Objekt. Stein. Stein trifft Garde. Ach komm. Da können wir auch den kleineren Feuerball nehmen. Da macht keinen Sinn, den größeren zu nehmen. Wenn ich eh nicht um die Ecke da den Schuss hinkriege. Genau, geht mal vorne an die Mauer. Ach, Takate würde sich so freuen, hier zu kämpfen. Aber er musste ja an die Katapulte. Achso, das sind alles drei Sterne. Garde, Leute. Wenn wir durch den Spalt gehen, haben wir das erste Problem gelöst, ne? Nur dahinter warten ja auch nochmal ein paar. Wann ist überhaupt Cassia mal dran? Ich glaube, fast das allerletzte. Nachher kommt nur noch Faramut, der als Nahkämpfer komischerweise ganz am Ende ist von der Initiative. Okay, da haben sie sich gerade ausgesucht, wer den Feuerball abkriegt. Aber erstmal sind wir so freundlich und machen Kälteschock über die Karte hinweg. Da fällt auch schon der erste Angreifer. Achso, Faramut war an der Stelle dran, weil ich den vorhin hab übersprungen. Also ich habe den vorhin übersprungen, so. Kannst über die Mauer schießen, ich hoffe doch. Die Perspektive ist anders, ne? Die Kamera ist weiter rausgezoomt. Ich merke es auch an der Performance des Spiels gerade.
Oh, wer ist das denn? Das ist der hier, aber mit 45% Treffsicherheit werde ich dann bestimmt nicht versuchen, einen Pfeil reinzujagen. Das war's mit dem. So. Damit haben wir die Garde aus dem Spalt schon mal erledigt. Gibt's hier keine Angebote für die stummen Legionen, also für die stummen Legionäre mehr? Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen über die Karte gehe, aber ich mal überlegen, ob hier noch irgendwas ist, was ich brauchen könnte. Zehn Leben fehlt denen, ne? Dann haben die 50 in etwa. Und wann wird das Vieh freigelassen? Gibt es dafür einen Schalter hier irgendwo? Ich sehe nämlich keinen. Mal gucken, ob wir die jetzt beide umschmeißen können. Ja. Boah, da macht der Schlawiner echt noch Schaden an mich. An mir. Faramut, geh hinter die Kisten. Alle anderen, ja, ihr könnt auch mal ein bisschen stürmen. Au. Aber es bringt ja nichts, jetzt zu warten. Okay, der eine hat ein bisschen mehr Leben als der andere. Was sollte jetzt für beide reichen? Nein, natürlich nicht. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, da oben drauf zu kommen. Wie wäre es jetzt, wenn ich gar keinen Fernkämpfer dabei hätte? Ah ja, hätte ich die vier Bogenschützen, die mir geschenkt wurden. Geht an der Mauer entlang. Der braucht auch noch einen Stich. Gut gemacht, Faramus. So. Dann töte ihn. Ja, Trefferchance 80. Verfehlt. Schön, dass der da oben in der Wand festhängt. Wie sieht das hier unten aus? 0% Trefferchance. Haben wir nach vorne hin auch 0%. Okay, dann wählen wir dich aus. Dann kassierst du meinen Schuss. Prozent, 50%. So entscheidet man, wer das Ziel wird eines Feuerfalls. Man guckt sich erstmal um und entscheidet, den könnte ich mit 60% Trefferchance treffen. Dann schieße ich mal lieber auf den, anstatt auf seinen anderen Typen. Auf der anderen Seite. Ist das hier unten welche mit Dolchen? Ne, das sind Schildträger. Ich wollte schon sagen, wenn die jetzt dann mit sowas gekommen wären. Ja, wir haben eine gute Idee für die Schlacht. Eine der letzten. Wir schmeißen einfach Dolchkrieger da rein.
in Marwansgarde und die können alles vernichten. Boah, ein Kill-Counter würde mich auch interessieren. So, die beiden sind erledigt. Wenn er durchgeht, habe ich fünf Bogenschützen, die mich nerven. Da schicken wir erstmal die Söldner. Bevor ich die Hauptstreitkraft da durchpfeffer. Hm, 60% gegen sonst kann ich nichts angreifen. Dann greife ich ihn da oben an. Macht nix. Jeder verfehlt mal. Das kann jedem passieren, mein Freund. So, der ist dann erledigt. Schön, dann haben wir die Bogenschützen auf die Mauer schon mal ausgeschaltet. ...70%, mach einen normalen Schuss. So triffst du wenigstens. Bah, 12 Schaden. Das werden die Söldner nicht lange durchhalten. Tja, das ist ja mal alles ein bisschen kacke. Dann warte eine Runde, Cassia. Na gut, jetzt dürfen alle. Und jetzt wird es interessant, was ich mit dem Feuerball ansteigen kann. Das ist wundervoll. Dann fackeln die nämlich erstmal. Hey, ich wollte gleich an dir vorbei. Dann müssen die nämlich da... Hör, die bleiben einfach im Feuer stehen. Okay. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Und ich habe einen Söldner verloren. Stellen wir den mal nördlich von Faramut, dann nimmt er nämlich die Pfeile. KI schießt natürlich auf den, der näher steht. Naja, nicht nur anscheinend. So, dann bringen wir den mal zum Brennen. Und schon wird es ein bisschen wärmer. Ich glaube, er spürt auch schon die Liebe. Ach, entzünd auch den anderen. Das bringt zwar gerade nicht so viel, aber... Ach, komm schon.
Über den Zwerg hinwegschießen ist schon schwieriger. Den stärksten brauchen wir gar nicht. Das sollte schon reichen. Dann fallen die beiden Bogenschützen da unten auch weg. Den müssen wir mit einem Schlag wegkriegen. Gut. So, Faramut, mein Freund. Der ist noch recht fit. Aber ein Schlag hat gereicht. Und jetzt geht es darum, die Herrschaften da oben zu erwischen. Ich dachte jetzt, sie zünden sich selbst an. Ein Akt der Nächstenliebe. Wir töten uns einfach selbst. Oder versuchen sie zu fliehen. Ich kann es gerade sehr schlecht interpretieren. Weil der Angriff der Kiste war halt merkwürdig. Ach, Kacke, da unten war noch einer, ne? Egal, kümmern wir uns gleich drum. So, Cassia, geh mal einen Schritt vor. Kannst du den vielleicht mit deinem Donnerkeil treffen? Natürlich nicht. Aber ihn da oben. Hauptsache, du kriegst noch irgendwo ein bisschen Schaden. Verteilt. Okay, es sieht sehr danach aus, wenn die abhauen würden. Frag jetzt nur, wo wollen sie hin? Da oben gibt es nichts zum Aufmachen. Und sonst? Ist hier ja nix. Aber sie laufen einfach zum Rand. Scheiße. Na, ich kann ihn wahrscheinlich nächste Runde ganz gut abschießen, wenn ich mit allen Bogenschützen hinter der Mauer bin. Aber trotzdem stehe ich kacke. Vor allem mit meinen eigenen Truppen. So, gute Cassia. Gute, böse Cassia. Wenn er mir vorbei ist, müsste er zuschlagen. Das wäre echt Trick 17, oder? Wir können das Feuer entfachen und gleichzeitig ihn hier verbrennen. Durch das Entfachen des Feuers. Ja, greif von vorne an. Was tue ich? Was tue ich? Was tue ich? Faramut, du Gurkentopf. Blutige Klaue. Alles nehmen. In dieser Nacht, der ersten Nacht seit Jahren, schlief Cassia von Thenos traumlos bis zum späten Abend des nächsten Tages. Als sie erwachte, stand ihr alles klar vor Augen. Sie wusste jetzt, wer sie war. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Meine Legionäre haben sich in Lamenta verschanzt. Sie halten die Stellung. Aber sobald der Kyrios mehr Kreaturen den Sonnenberg hinunterschickt... Ich verliere jeden Tag Männer. Und noch haben wir nichts als das Armenviertel erobert.
Wirst du mich verraten? Wie könnt ihr das denken, Sahiba? Denken ist manchmal schwierig. Ihr seid Söldner. Und Marwan zahlt besser. Ihr könnt auf mich zählen. Die Antwort lässt Spielraum für Interpretation. Kor hat mir ein neues Zeichen gesandt. Es war sehr deutlich, Sahiba. Was? Was sagt es? Kor will ein Opfer. Eure Schwester. Du bist verrückt. Ihr liebt sie. Wir alle lieben sie. Aber der Abgrund. Der Abgrund folgt uns. Dieses Opfer muss erbracht werden. Oder wir sind tot. Ich werde sie niemals verraten. Verstehst du, Manticore? Ganz gleich, was ich tue. Ganz gleich, was ich sage. Niemals wirst du mir trotzdem folgen. Dein Schweigen dröhnt mir in den Ohren. Ihr könnt auf mich zählen, Sahiba. Oh oh. Wir sitzen fest, nicht wahr? Mengbilla ist zu groß. Jetzt wirst du sagen, das hätte man vorher wissen können. Wenn wir alle 5 Melodien der Schöpfer hätten. Auch die des großen Versteinerers. Ein neuer Chimärensturm. Denk darüber nach. Ich habe... Ja, du meinst zwar, du hast Raritäten aufgetrieben, aber eigentlich hast du doch nur Schund. Aber ja, Mengbilla ist jetzt groß. Und die 5. Melodie ist halt so eine Sache, ne? Netter Magier, Stabber, wir haben alle schon bessere. Kettenhaube, Schlangenbiss. Das sind doch Sachen, die wir verkauft haben, oder? Den Schlangenbiss habe ich nicht verkauft. Das ist aber ein Speer. Der ist gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil der eine Wunde zufügt. Toll. Astrale Regeneration plus 2 im Magierstab. Höllenspucker. Bronzene Klaue. Gareta Platte. Plattenbeinschutz, aber keine Plattenstiefel. Mehr Ausdauer. Beschwörungstalisman. Ach, da sind die Stiefel davon. Beziehungsweise die Schuhe. Ich würde mal sagen, auch wenn es schweineteuer ist, das macht Sinn. Weil Naurim kann sich den Kramer anziehen. Wo ist er? Ist auch besser als die jetzige Rüstung. Dann kriegt er nämlich den Bonus von der. Resistenz gegen Niederwerfen, Lebensenergie plus und der Helm passt ein bisschen dazu. Schauen wir mal eben, schildtechnisch hat man da nicht irgendwas? Das Frevelschild. Frevelerschild. Astrale Regeneration, Astral Energie plus 5. Das bringt dem Zwerg natürlich gar nichts. Den Speer müssen wir mal gucken. Takate, mehr Offensive, mehr Initiative. Und der Speer produziert Wunden. Und der macht mehr kritische Treffer. Na, ich finde Wunden eigentlich viel besser. Weil es den Gegner auch direkt schwächt. Ach du Kacke, jetzt habe ich den einen Stab gekauft und dann habe ich hier so ein geiles Teil. Mehr kritische Treffer, 10% mehr Gold, Immunität, Wunden 1 und Selbstimmunität gegen Wunden. Was will man mehr? So, haben wir vielleicht noch irgendeine Superhiebwaffe aus Versehen aufgesammelt, von der ich nichts mitbekommen habe. Da ist eine Zweihandhiebwaffe. Stumpfer Bolzen wird mir auch nichts bringen. Meucheldolche. Meucheldolche.
Können wir das lieber alles halten? Schaden plus 3. Wem sollten wir das noch geben? Moment, dann machen wir das hier mit der Offensive plus 20 raus. Macht ihr lieber Schaden plus 3. Und dann geben wir dem Naurim die Offensivfähigkeit. So, da machen wir einen zweiten guten Trank. Entschuldigung. Ah. Preis. Tut mir leid. Sehr schön, jetzt können wir auch hier die Kraftkontrolle lernen. Das macht dann auch unsere schöne Cassia stärker. Na. Sperre müssen wir mit der nicht lernen. Talente, Kriegskunst, nein, brauchen wir nicht. Alles andere, Beherrschungssachen, brauchen wir auch nicht. 870 haben wir noch frei. Blitz dich finden, noch um 1 zu erhöhen, macht keinen Sinn. Genauso wenig wie Gliederschmerzen. Offensivbonus Fernkampf, Schaden im Fernkampf. Oder ich fand Blitzgeschwind auch damals sehr geil. Das kann Cassian auf Stufe 2 lernen. Das Heilen von Giften wird jetzt gerade nicht viel bringen. Ja, dann lassen wir es erstmal. Und Magiekunde, damit das magische Wesen bis Stufe 3 sehen kann. Lebensastral und Ausdauerpunkt vom magischen Wesen aller Stufe in der Initiativleiste in Zahnangst. Geschwindigkeit sowie zwei Zauber vom magischen Wesen aller Stufen werden angezeigt. Okay. Naurim. Da du so viel noch hast, solltest du den Befreiungsschlag noch lernen, oder? Weil sonst hast du eigentlich nichts mehr zu tun. Und talentetechnisch können wir natürlich mit dir auch noch die Selbstbeherrschung und die Körperbeherrschung einerhöhen. Auch die Menschenkunde. So. Zurbaran. Genau, du kannst den Flammenstrahl noch auf die höchste Stufe bringen. Da hat er schon 4 Zauber. Auf der höchsten Stufe. Takate. Du bitte die Sinnesschärfe und die Tierkunde. Ich glaube, sonst spezialmanövermäßig Klingensturm oder sonstigen Kack brauchst du ja nicht. Fallen entschärfen für so einen Krieger ist doch nur eine Beleidigung für dich, Takate, wenn wir jetzt sowas lernen würden. Herrin? Nicht jetzt. Tja, next time geht's dann weiter mit dem Kampf um Mengbilla in Blackguard 2. Bis dahin sage ich tschüss, Freunde der Spielkultur, euer Doc.